Willkommen zu einem neuen Let's Play mit dem Charakter in der Hauptrolle, den wir YouTube-Partner am sympathischsten finden, nämlich Wario. Willkommen zu Wario Land, The Shake Dimension, inoffiziell auch als Wario Land 5 bekannt, weil es nämlich die Wario Land Serie wiederbelebte. Denn Wario Land 4, der Vorgänger, erschien 7 Jahre zuvor. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Das wird knapp mit dem Geld. Mal sehen, ob es hinhaut. Aber ich habe so viel verpasst. Ich denke, das wird gleich gewesen sein. Vor allem, weil ja eine Mission war, dass wir wir brauchen mehr als 2 Minuten übrig, um eine Mission zu erfüllen. Deswegen... Scheiße. Nein! Fuck! Da darf man keinen Fehler machen, sonst flippt man die ganze Kohle da. Ja, jetzt ist vorbei. Das war gleich 2 Missionen. Sieht so aus, als wäre wirklich jedes Level individuell. Das war auch so eine Sache, die mir bei Wario Land 4 so gefallen hat. Da gab es eigentlich kaum Sachen, die sich einander geglichen haben. Außer halt, dass man am Ende des Levels da den Schlüssel und sowas finden muss. Und diesen... Ja, was war das denn? Was ist das denn? Okay. Ich habe gerade einen neuen Move rausgefunden, aber fragt mich nicht, was der bringt. Dieser blöde Gegner hier bewacht... Nein! Das wollte ich... Oh, Mann! Das wollte ich doch gar nicht machen. Scheiße, bin ich blöd. Na toll. Da ist die Kohle futsch. Haben wir irgendeine Mission geschafft? Nein! Nicht dein Ernst! Sammle 50.000 Münzen, wir haben 49.890. Laber nicht. Und die Stage meistern, ohne ein Herz zu verlieren. Mhm. Genau. Genau. Und jetzt aufgepasst, aufgepasst. Der Ball. Nein. Hätte ich rammen müssen. In früheren Wario-Spielen gab es nämlich solche Situationen auch. Und da hätte man dann immer rammen... Ach, dein Ernst? Da hätte man dann immer rammen müssen. Ich glaube, ich probiere es jetzt mal damit. Ja. Warum? Seriously? Ist das jetzt dein Ernst? Und irgendwie glaube ich, ich habe was übersehen hier. Irgendeine Möglichkeit, Anlauf zu nehmen. Kann es sein? Ich will den Goldsack da. Nein! Ich will den Sack haben! Ich will den Sack haben! Habe ich doch gesagt! Und warum habe ich den Gegner eigentlich getötet? Ich hätte den gebraucht, um an die Geldbeutel ranzukommen. Das war ganz, ganz unklug. Och komm, dein Ernst? Guck mal da im Hintergrund, da sind schöne Kämpfe, Schlachten aufgezeichnet oder auch irgendwelche Götter oder so. Interessant. Diese Gabeltypen sind solche Assis. Die zerstören immer alles. Das sind die einzigen Gegner, die meinen Spurt stoppen können. Soweit ich weiß. Die anderen haben nicht die Power dazu. Schwupp. Und jetzt spring hoch. Genau. Nochmal hoch. Und ja, am besten dann nach rechts. Ich bin so dämlich. So dämlich. Aber ich dachte, die Blume öffnet sich gleich wieder. Ja, sag mal. Hau halt ab da. So, Kumpel. Hast du was? Oh ja. Geil. Einen großen Knoblauch. Was? Nein. Wo ist denn der scheiß Knoblauch hin? Ja, okay. Ich habe ihn noch gekriegt. Der wollte mich verarschen. Springt einfach über mich drüber, ich glaub's nicht. 40 Sekunden? Ich hab nur eine einzige Chance. Komm, das kann man nicht verkacken. Bitte. Hä? Und wieso hört er auf zu rennen? Wieso hört er auf zu rennen? Was ist da drin? What the hell? Okay. Ja gut, dann muss ich vielleicht sehr, sehr gut zielen. Aber wirklich sehr, sehr gut. Heilige Scheiße. Man muss halt wissen, dass das da oben ist. Und dann... Ach. Der geht da an dem Gegner, an der Truhe kaputt. Ja, dann habe ich keinen Bock drauf. Ich denke aber, dass es so geht. Man muss einfach nur genau richtig stehen. Auf den Pixel genau und... Stirb. Und dann kriegt man den. Ja, ein schöner Level eigentlich. Bis auf diese eine doofe Situation ist das ganz toll. Und der Pinguin stirbt im Wasser.
Seems legit. Ich versteh nicht, wie ich die Bombe kriege. Das ist das Einzige, was ich an dem ganzen System noch nicht verstanden habe. Hallo, schaust du mich mal an? Ist das dein Ernst? Der lässt mir doch gar keine Chance, ey! Der lässt mir keine Chance! Jetzt vielleicht, ja, toll. Ich glaube, hier muss man einfach öfter auf sein Ding. Ja, zweimal nämlich. Boah, am Ende schaffen wir das jetzt noch mit dem einen Herzen. Das wäre so geil, aber ich glaube. Oder? Oder? Nein! Komm, bitte, bitte! Oh Gott, was macht der? Oh Gott! Hä? Was geht jetzt hier ab? Bitte heile mich. Was auch immer du tust, heile mich. Bitte! Was? Er hat. Das ist nicht euer Ernst. Wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt wenigstens ein Checkpoint gewesen? Dazu fällt mir nichts ein. Jetzt kommt eine Mega-Ultra-Attacke. Ja, genau, sicher, warum nicht? Big Bang, Kamehameha, ja. Vater-Sohn, Kamehameha. Denkt die Dame wahrscheinlich auch noch. Ist klar. Mhm. Mhm. Oh, ja, genau. Wenn's sonst nichts ist, du. Dann lass ich dich mal machen, ne? Ja, genau. Genau. Mhm. Logisch. Sag mal, ist das hier eigentlich gerade ernsthaft oder träume ich das? Oh, jetzt fängt das scheiß Zittern an. Kennt ihr das? Ah, sicher kennt ihr das. Dreimal, dreimal. Komm, dann ist es gegessen. Töt ihn! Ja! Meine Nachbarn werden mich heute wieder hassen. Jetzt kippe ich mir erstmal einen Red Bull rein, ey.